Spiel, Satz und Sieg hieß es in den letzten Tagen hier in Linz. Beim größten Damen-Tennisturnier des Landes in der Tipps Arena. Doch ohne Sponsoring wäre die Halle leer, die Lounge nicht gemütlich und der Center Court nicht bespielbar. Sportevents benötigen Sponsoring, ansonsten kommen sie nicht zustande. So wie hier, dieses Event ist ganz, ganz wesentlich für Linz, für die Region, für Oberösterreich. Und da wollen wir auch dabei sein. Nicht nur die Events, auch die Sportler müssen gefördert werden. Denn wer auf der Weltrangliste nicht unter den besten 100 Spielern liegt, der muss um jeden Cent kämpfen. Man sieht ja auch im Spitzensport, das ist die Spitze sehr, sehr eng und sehr, sehr dünn. Und insofern ist es wichtig, dass sie auch die entsprechende Unterstützung und auch die Wertschätzung erfahren. Hier ist vor allem das Publikum wichtig. Sonst würde der Tennissport natürlich sterben. Und es ist immer wichtiger, dass viele Jugendliche zu lokalen Tennisturnieren kommen. Das ist da heute der Fall. Es sind irrsinnig viele Jungs und Mädchen hier, die den Tennissport lieben und können so die Weltspitze auch beobachten. Und es ist immer ganz wichtig, sowas live zu sehen und nicht nur im Fernsehen. Das aktuelle Testimonial von Raiffeisen, Marcel Hirscher. Mittlerweile hat der Skistar einen Werbewert von rund 7,2 Millionen Euro. Dass der Rennläufer so erfolgreich wird, damit haben selbst die erfahrenen Sponsoren nicht gerechnet. Ja, es ist ja bekannt, dass wir sehr große Skifahrer und andere große Sportler immer wieder sponsern. Marcel Hirscher steht bei Raiffeisen unter Vertrag, Hermann May ist bei Raiffeisen unter Vertrag gestanden oder steht noch immer. Da sieht man, dass wir eine ganz besondere Beziehung zum Sport haben. Ja, wir haben Gott sei Dank in Wien einen Mann sitzen, der dafür das ganze Sponsoring verantwortlich ist. Und der hat offensichtlich einen sehr guten Griff bei solchen Sachen. Und er hat sehr bald auch Marcel Hirscher begonnen zu unterstützen. Und das rentiert sich heute natürlich. Daneben braucht es aber auch Nachwuchs. Und der konnte beim Raiffeisen-Aufschlagtest oder beim Live-Tennis am Center Court schon mal reinschnuppern. Eigentlich cooler Sport und ja, ich will es auch spielen. Das war das einzige Mal, wo ich es ausprobiert habe, aber die Schläger sind voll schwer gewesen. Für den Nachwuchs heißt es jetzt schnell sein, denn die heutigen Topspieler haben bereits im Alter von 5 Jahren mit dem Tennisspielen begonnen. Gewinnerin des Generali Ladies war übrigens Domenica Cibulkova. Sie erhielt den Turnierscheck über 43.000 Dollar.